Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live. Und ja, unser Ziel ist es ja auszuziehen und um das zu erreichen, machen wir jetzt schnell weitere Videos. Hier haben wir ja so eine Mission gehabt, die machen wir jetzt schnell. Wir sollen ein Gameplay-Video für Postapokalyptik Metall machen. Ja, es geht hier direkt weiter mit Action, wie ihr sehen könnt. Und ja, anders geht es auch nicht, weil das Spiel meldet uns eine Meldung nach dem anderen, was wir hier alles machen können. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich spiele das Spiel blind, ne? Deshalb weiß ich noch nicht, wie es hier abgeht alles. Und das ist mein erstes Mal, dass ich das Spiel spiele. Deshalb also, dass ihr mal Bescheid wisst, ne? Spielintro, was sind wir denn da? Dann nehmen wir mal einen fachlichen Kommentar. Und das Spiel hängt sich auf. Mörderischer Blick, warum nicht? Würde passen. Also was runtergegangen war doch nicht so gut. Hauptmenü. Ja, lustiger Kommentar. Ich glaube, das war gar nicht so gut, oder? Okay, das war ja, minus 1. Nicht so ein tolles Video irgendwie. Naja. Ich hoffe, dass das trotzdem euch. Oh, seht ihr das? Machen wir mal so. Dann so. Dann passt das trotzdem nicht. Das ist ärgerlich. Dann müssen wir so ein Video rausbringen, was nicht so passt. Können es mal so versuchen. Nee, das wird nichts. Das stellen wir wieder alles hin. So geht das nicht. So machen wir das so. Machen. Na, bringt nichts. Dann kommt der hier hin und die da hin und gucken wir mal. Das wird auf jeden Fall nicht so ein schönes Video. Also jetzt im Spiel. gut, kriegen wir dürfen zum Schlafen. Ja, wir müssen schlafen. Vielleicht war es auch wegen Schlafen. Also dass wir müde sind. Wer weiß, wir schauen mal. Wir gehen jetzt erst, oh, hätten wir den Techniker noch rufen können. Können wir ihn so rufen? Ersetzen, reparieren, reparieren. Wir brauchen erstmal Kohle, um auszuziehen. Deshalb sparen wir jetzt erstmal die Kohle. Und dann kaufen wir uns einen niegelnagelneuen Rechner, meine Freunde. Beziehungsweise wir rüsten den auf dann, ne? So, geht das denn jetzt, wenn es repariert ist mit dem Ausziehen? Okay, PC repariert. Ich würde gerne ausziehen. Das einfache und bequeme Leben bei Mama und Papa. Seht ihr mal. 10. 1 Mbit. Monatliche Kosten 0. Arbeitsplätze 1. Max Level 8. Du musst keine Anforderungen deiner Mutter. Du musst keine Anforderungen erfüllen, um bei deiner Mutter zu wohnen. Und nun, aber nun außer zu lernen, um die Prüfung zu bestehen. Okay. Das Studentenwohnheim. Nehmen wir das, ne? Guck mal, Internetgeschwindigkeit ist auf 4 Mbit. Arbeitsplätze zwar nur auf 1. Max Leben auf Level auf 12. Hol dir 160 als Anzahlung für das neue Haus und zieh mit deinen Freunden dort ein. Ja, das wollten wir ja machen. Machen wir. Ja, wir wollen umziehen. Wir wollen endlich selbstständig sein. Unsere letzte Kohle haben wir für die Wohnung jetzt ausgegeben. Nicht schlimm. In genau diesem Raum wurde mir klar, dass ich wirklich von YouTube leben könnte. Abgesehen davon hatte ich Zeit, Kurse zu belegen und meine Fähigkeiten als YouTuber zu trainieren. Trotzdem hatte ich noch andere Pflichten. Ich war schon bei meinem neuen Apartment, da ich nicht mehr bei meinen Eltern lebte. Konnte ich tun und lassen, was ich will, aber ich hatte auch neue Verantwortung. Okay. Von da an konnte ich essen, was ich wollte. Essen 2.0. Öffne deinen Kühlschrank, iss ein Sandwich. Okay. Das machen wir. Ach da, gleich bei uns im Bett hier. Okay. Lebensziel erreicht. Okay, teilt den Wohnung. Ein Sandwich um es kostet. Achso, ich dachte, da steht jetzt auch die Preise dran. Okay, doch nicht. Oh mein Gott, ich hatte nur 2 Sandwiches. Doch, ich konnte per Kühlschrank mehr kaufen. Ah, geile Technik. Gar nicht so schlecht, du. Das muss es überall mal geben. Essen kaufen. Über den Kühlschrank, gar nicht mal so übel. Achso, man drückt darauf und bestellt dann über den PC. Aha. Okay. Sandwich wollte der, ne? Kommen wir mal zu. What? 10 Dollar. Okay. Aber ich habe noch nicht mal Geld, um das zu kaufen. Okay. Ja, aber nicht schlimm. Das ist wahrscheinlich nur so ein Tutorial, damit man weiß, wie es geht überhaupt. Diese Wohnung hatte einen Vorteil. Ich konnte Charisma-Punkte sammeln und meine Fähigkeiten verbessern. Dank der Kurse, die ich aus dem Bücherregal auswählen konnte. Ah, okay. Ich konnte anhalten und den Kursfortschritt fortsetzen, als ich durch das Bücherregal wollte. Mensch, was ist denn heute mit mir los? Ich kann nicht so gut lesen. Ja, gerade morgens, ich bin aufgestanden. Morgens nehme ich gerade das Video auf, bin ein bisschen
noch müde, nur so nebenbei. Danke, dass du das Video hochgeladen hast, NS. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du darin bist. Okay. Können wir mal gucken, was er sagt. Präsentation. Hallo NS, sie werden diese Strawberry Curse 9200 Smartphone bald auf den Markt bringen und es soll eine neue Piper Social Network App haben. Ich werde dir eine Einladung auf dein Smartphone Kalender App schicken. Vergiss nicht zu antworten. Bis dann. Jo, wissen wir Bescheid. Handypräsentation. Aha, aha. Gut, Leute, wir nehmen erstmal jetzt ein Video auf. Direkt rein in unseren neuen Bereich ein. Mit einem neues Video. Guck mal, wir haben auch keine neuen Spiele. Wir müssen mal langsam neue Spiele kaufen. Ne? Bisschen in unser Equipment hier investieren. Das ist das Höchste, was wir haben. Bisschen in unser Equipment investieren und weiterkommen. Weiter geht's. Und dann wollen wir mal gucken, dass das diesmal was Gutes wird. Zusammenfassung des Spiels, fachliche Kommentar. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ratschlag, komm. Haben wir fast nie. Zeit bevor das Spiel startet. Sarge. Ja, machen wir so. Wir verlieren irgendwo ein bisschen was, aber kriegen wieder irgendwo was dazu. Das habe ich noch nicht alles ganz gecheckt, aber wird noch kommen. Das kommt alles mit der Zeit und mit der Übung. Ja, das passt wenigstens etwas hier. Oh, das passt gar nicht. So geht das. So geht das, so geht das. So machen wir das. Kommt noch dies dazu und das und jenes. Und dann starten wir. Das könnte ein neuer Erfolg werden. Ja, geht. Aber ist okay. Besser über 100, das Video. Du spielst dieses Spiel, bei dem man Bonbons kaputt machen muss, das dir so gefällt. Aber, Mann, Level 474 ist einfach nicht zu schaffen. Um Leben bitten. Machen wir so. Deine Abonnenten können diese Nachricht einfach nicht mehr sehen und ein paar haben aufgehört, dir zu folgen. Oh. Okay. Das war nicht so klug, was wir gemacht haben. Wie sieht es denn hier aus? Müssen wir auch hier lernen, wahrscheinlich schon, ne? Und was haben wir denn hier? Neues Gaming-Video. Ach, ich kann mir auch ein Video aufnehmen. Was haben wir denn hier für Spiele? Das sind die gleichen. Also das ist so auf der Konsole dann. Okay. Da machen wir schnell noch ein Video hier. Oh, guck mal, wir kriegen auch Kohle dazu. Nicht schlecht. Wir machen auch noch ein Video. Aber die Spiele sind irgendwie nicht mehr so geil, ne? Aber komm, wir machen noch ein. League of Giants schnell. Gameplay. Ein weiteres Gameplay-Video zu League of Giants. Gameplay Nummer 6. Ah, der Kollege kommt auch. Es ist so schönes Wetter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich rausgehen will oder hier bleibe. Ja, dann bleibt mal hier lieber. Ich will lieber Videos machen. Achso, ja, das Video wird gemacht. Sehr gut. Jetzt hat er uns abgelenkt, glaube ich. Ich weiß nicht. Jedenfalls können wir ja mal arbeiten gehen, ein bisschen Kohle verdienen. Gärtnern. 2 Stunden nur. Ja, kommen wir nur mit 2 Stunden. Schnelle Arbeit hier. Verdienen uns ein bisschen schnelles Geld dazu. Oh, der ist auf meinem PC. Hey, Mann. Was ist das denn für einer? Der geht einfach an meinem PC hier. Profil ansehen. Was hat er denn für ein Profil? Fletcher, Level 12, Romantiker Gaming. Guck mal, jetzt wo ich da bin, haut er ab so. Als hätte ich ihn nicht gesehen. Mann, 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 raus hier. Alter, was für ein Typ, ey. Heftiger Typ, Alter, der geht einfach an meinen PC ran. Das geht gar nicht. Wollen wir ein neues Spiel kaufen? Ich bin am überlegen, ob wir uns ein neues Spiel kaufen sollen. Ja, könnte man eigentlich, ne? Wir kaufen uns ein neues Spiel. So, was nehmen wir denn? Das ist hier, ne? Amazing, ja. Counter-Strike. Das ist so richtig, weiß. kennt man gar nicht das Spiel, ne? Kennt man überhaupt nicht, ey. Ne, Planet Wars Kutter 2, ja, das kommt mir auch nicht so bekannt vor, ne? Nein, aber ja, was hat denn die höchste Bewertung hier? Das hier scheint das Beste zu sein. Ist auch am teuersten. Februar 08, Februar 15. Das ist neuer. Boah, aber der hat bessere Bewertung. File Out. Okay. Dann haben wir erstmal Planet Wars Kutter 2.
Lassen uns das einmal liefern. Dauert halt ein bisschen. Und mal eine Aufrüstung vornehmen. Ne, wir sparen jetzt mal Kohle. Wir brauchen ja auch die Miete. Wir gehen nochmal arbeiten. Und zwar, wir gehen mal 4 Stunden los. 4 Stunden. Oder 6. 6 ist zu viel. Ne? Wir nehmen mal Verkäufer in einem, in einer Filiale wahrscheinlich. In einem, was weiß ich auch wo. Wo auch immer das ist. Jetzt kommt genau das Spiel, wo wir losgehen. Okay. So, dann wollen wir das Spiel gleich öffnen, wenn wir da sind. Und dann können wir ein neues, erstmal ein Preview aufnehmen und dann gehen wir auf Gameplay, ne? Öffnen. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal. Irgendwie geht das nicht. Achso. Hm. Komischerweise. Vielleicht muss ich auch einmal schlafen gehen. Irgendwie kann ich hier nichts aufnehmen. Hm. Aufrüsten. Muss ich irgendwie was aufrüsten? Ich glaube aber nicht. Aber wir können ja mal gucken. Und ja, das wäre geil, ne? 125. Das wäre ein ganz nigelnagelneuer PC. Hm. Aber das können wir uns überhaupt nicht leisten. Eigentlich können wir uns fast gar nichts leisten, Leute. Wir brauchen ja die Kohle, um unsere Miete zu bezahlen. Oh. Jetzt bin ich auf was Falsches gekommen. Oh, oh. Ja, ich dachte, der will das Spiel abbrechen. Entschuldigung. ja, ich weiß nicht. Handypräsentation, wo wir das annehmen schon mal geht. Ein neues Handy mit vielen nützlichen Futures für YouTuber, wie auf den Markt kommen. Du solltest versuchen, an der Lunch-Veranstaltung teilzunehmen. Vergiss nicht, die Einladung über den Kalenderplan auf dein Handy zu nehmen. Zieh dich um, mach dich fertig für die Party. Jetzt ist die Zeit, kommen jede Menge an der Spaß an der Disco zu haben. Deine Sucht nach Abonnenten scheint kein Ende zu kennen. Werde zum Content-Macher mit den meisten Abonnenten auf der Welt. Mhm. Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss und machen in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch einschaltet und mir einen Kommentar, einen Daumen und ein Abonnement da lassen würdet. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Ciao.